Einst kam ein Wanderer von Köln hier und wollte nach Hohenlimburg. Als er Schwelm hinter sich gelassen hatte und den Wald vor Förde erreichte, brannten seine Füße vom langen Marsch. Er setzte sich ans Ufer der Ennepe, um sich zu erfrischen. Da knackte es im Gebüsch und plötzlich stand ein Zwerg neben ihm mit grauem Bart und faltigem Gesicht. Ach, sagte der Wanderer bittend, kannst du mir den nächsten Weg nach Hohenlimburg sagen? Der Zwerg blinzelte freundlich und antwortete, der kürzeste Weg geht durch den Berg. Da ist der Eingang, mit seinem kurzen Zeigefinger deutete er den Abhang hinauf zwischen die Felsen, aber damit du dich nicht verirrst, gebe ich dir diesen Fuchs mit. Halte dich nur gut fest an seinem Schwanz. Er bringt dich sicher durch den Berg. Dabei drückte er dem Wandersmann einen rotbraunen Fuchs in die Arme und verschwand, wie er gekommen war. Der Wandersmann rief einen Dank hinter ihm her, kletterte den Berg hinauf und fand den schmalen Eingang zur Pluterthöhle. Fest packte er den Fuchs am Schwanz. In der Höhle legte sich die Finsternis um die beiden. Kühl und still umschloss sie der Berg. Der Boden war rutschig und glatt, aber der Fuchs zog den Wanderer mit sich durch dunkle Felsspalten, an murmelnden Bächen und tropfenden Gewölben vorbei. Manchmal musste auch der Mann auf allen Vieren kriechen, so tief waren die Gänge. Überall tiefe Dunkelheit. Und mit klopfendem Herzen hielt er den Fuchsschwanz fest. Endlich schimmerte in der Ferne Tageslicht. Das musste der Ausgang sein. Doch bevor die beiden die Öffnung erreichten, war da draußen plötzlich ein sonderbares Geräusch zu hören, ein dumpfes Trollen und Zischen drang in die Höhle. Vorsichtig streckte der Wandersmann seinen Kopf hinaus. Welchen Schrecken packte ihn da, als er ganz nahe vor sich einen gewaltigen Riesen liegen sah, der schnarchte und prustete. Schnell zog der Wanderer den Kopf zurück und lugte nur mit einem Auge aus seinem Versteck. Er beobachtete den Hünen und umklammerte den Fuchsschwanz noch fester. Was soll ich tun, dachte der Reisende, soll ich es wagen, an ihm vorbeizulaufen? Aber schon erwachte der Riese, ächzte und stöhnte fürchterlich. Dann richtete er sich auf, er war wohl 10 Ellen hoch, reckte sich und streckte sich, schnaubte wie 100 Pferde, dass die Erde zitterte. Dann stapfte er zu einer Quelle, legte sich davor auf den Bauch und schlürfte durstig das frische Wasser. Aber auf einmal drehte er seine Nase in alle 4 Himmelsrichtungen. Er stand auf, schob gierig den Kopf vor und murmelte, ich rieche es. Ein Mensch muss in der Nähe sein. Den muss ich haben. Der arme Mann in der Pluterthöhle konnte jedes Wort hören. Ein Mensch. Wo ist er? Ich will ihn fressen, habe ja heute erst 3 winzige Hasen verspeist. Etwas wenig für einen Riesen wie mich. Der Riese fing an zu suchen, bog alles Gebüsch zur Seite, stöberte zwischen Felsen umher, polterte aber an der Höhle vorbei. Immer größer wurde sein Zorn, immer lauter sein wütendes Gebrüll, das die Berge widerhallten. Bäume riss er mit den Wurzeln aus und wälzte sie den Abhang hinunter, mächtige Steinblöcke schleuderte er hinab ins Tal. Der Wandersmann war bleich vor Angst. Schweiß lief ihm über die Stirne, seine Hände zitterten und plötzlich ließ er den Fuchsschwanz los. Das Tier voll Freude über seine Freiheit sprang aus der Höhle hinaus und sauste an dem Riesen vorbei in den Wald. Als der Hühne das sah, rannte er mit großen Schritten und furchtbarem Jagdgebrüll hinter dem Fuchs her. Der Wandersmann hörte die Donnerstimme langsam schwächer werden, bis sie sich nach und nach hinter den Bergen verlor. Da fühlte er sich allmählich wieder munter genug. Er kroch ganz ans Tageslicht und sah bald die Häuser von Hohenlimburg vor sich in der Sonne leuchten.